zum Teufel wollen die nur alle hin? Herzlich willkommen, Ibra hier von Moltenpixel TV. Es geht weiter in Shanghai, diesmal schwer bewaffnet. Jetzt verlassen wir das Riesengebäude, aus dem wir eben geflohen sind. Dabei haben wir Kovic getroffen. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Haben eine Riesenschießerei hinter uns gebracht und jetzt sollen wir hier wegkommen. Kovic ist nämlich mit dem Hubschrauber abgehauen. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem Gebäude? Okay, so, wir begeben uns in Richtung größerer Gebäude wieder. Ein kleiner chinesischer Stadtpark hier. Sieht auf jeden Fall besser aus als alles, was man in Deutschland so findet. Schauen wir mal, wo wir jetzt lang müssen. Wir sollen das Flussufer erreichen. Tun wir das auch. Das haben wir hier hinten. Nicht, dass wir gleich noch eine Runde schwimmen müssen. Es regnet doch auch schon genug. Ah, das sieht so aus, als sollen wir hier hin. Ah, das Schiff wird uns aber wohl nicht weit bringen. Das Gebiet müssen wir sichern, okay. Das heißt, hier sind bestimmt irgendwo Feinde unterwegs. Gucken wir uns mal um. Können wir denn hier mitnehmen? Das klingt doch eigentlich ganz gut, was es hier so gibt. Sogar Minen. M2 Slam. Leichte Angriffsmunition. Aha. Okay, wir bleiben bei der Mine. Es kann sein, dass wir uns gleich noch gegen diesen Panzer wehren müssen. Da stand nämlich hier vorne einer auf der Straße. Ich weiß nur jetzt nicht, ob dieser noch immer vorhanden ist. Gehen wir mal hier in das Gebäude. Da wird uns auch noch was auf der Karte angezeigt. Hier ist eigentlich alles, was wir brauchen. Gehen wir mal aufs Dach, gucken uns mal um. Auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Aussicht. Naja, da vorne steht der Panzer. Ah, ich gehe, glaube ich, lieber die Treppe wieder runter. Wir können aber probieren, ob wir es schaffen, uns an den Panzer heranzuschleichen, um den dann anschließend mit Minen auszuschalten. Vielleicht haben wir Glück. Wir gucken mal. Auf jeden Fall gibt es bestimmt Mordsrums, wenn dieses Teil in die Luft fliegt. Sowas kennen wir nämlich schon aus Battlefield 3. Da hängen wir nämlich gleich mal ein paar mehr dran. Drei Stück sollten genügen. Und dann sehen wir mal zu, wie es kracht. Noch ein Panzer? Wo kommt denn noch einer her? Wollen wir uns noch an einen dran schleichen? Ich sehe gerade gar keinen. Wo haben wir ihn denn? Nicht, dass der hier vorne rumgurkt. Wow, da kommt er. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Er hat uns gesehen. Wir rennen mal. Haha, das funktioniert genauso gut wie im Multiplayer. Okay, wir haben alles. Scout Elite freigeschaltet. Das sieht mir nach einem ersten guten Scharfschützengewehr aus. Alles klar. Fliegen wir in der Zeit. Schlecht. Wir müssen rein. Sofort. Ihr habt es gleich davon. Los, wir müssen ein Boot besorgen. Hey, okay. Wir haben hier Zivilisten. Bitte. Oh, da kommt ein Boot für uns. Im Grunde, ja, ist das Boot aus ein bisschen Blech und ein paar Holzschaden zusammengebaut. Steigen wir mal ein.
Nicht, dass das Ding hier gleich auch noch untergeht. Ja, fallen auf der anderen Seite fast direkt ins Wasser. Da kommen die Zivilisten, die Frau aus dem Hotel eben mit ihrem Kind ist auch wieder dabei. An Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot, over. Hier Fortress. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade im Speedboat, over. Oh, verdammt. Schon wieder so ein Kampfhubschrauber. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Was ist... Ach du lieber Gott, Hubschrauber! Gefährliche Situation, was ist denn jetzt passiert? EMP-Schlag. Ja, Funkgerät geht natürlich nicht mehr. In der ganzen Stadt ist das Licht ausgegangen. Die das verstehen? Gib's doch auf, dein verdammtes Funkgerät funktioniert nicht. Oh Mann, der hellste scheint Pack nicht zu sein. Aber wir gucken mal, ob wir es zur USS Valkyr schaffen. Soweit ich weiß, gibt es diesen Flugzeugträger auch tatsächlich. Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Raue See in China. Aber so ein mehrere Millionen Tonnen schweren Flugzeugträger scheint das sehr wenig zu interessieren. Wo sind wir denn jetzt? Ah, aufgewacht. Oh, Wrecker. Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Es gäb's überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Ich will ja nicht unhöflich sein, Kumpel, aber wer bist du? Quatsch da mich hier voll. So an Bord der USS Valkyr. Enge Gänge, wie man es von einem Flugzeugträger kennt. Ja, kleine Reparaturen müssen wohl immer sein. Folgen wir mal weiter dem Gang. Sieht alles ziemlich eintönig hier aus. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt schon verlaufen. Schauen wir uns mal hier um. Aber auch hier sieht man die Grafik echt tadellos. Ziemlich geleckte Helme. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das war jetzt nicht so meine Absicht. Wir gucken mal, wo es denn weitergeht. Uns an dem Typ hier vorbei kloppen. Geh weg. Ah, hier ist die Tür, wo es weitergeht. Oh, und es ist hell. Und eine hammergeile Aussicht hier. Im Militärschlachtkonvoi mit den Kriegsschiffen der US Marines. Beziehungsweise der US Navy. Ganz in der Nähe muss Land sein. Meinst du wegen der Möwen? Wir können
Auf jeden Fall sieht das hier sehr, sehr nice aus. Aber wir müssen hier wieder hinein. Wahrscheinlich müssen wir uns auf der Kommandobrücke melden oder so. Ah, hier Lagebesprechung. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Ah, hier werden die Arbeitseinteilungen gemacht. Diejenigen, die das Schiff zusammenhalten müssen. Ich empfehle Klebeband. Gucken wir mal, wo es weitergeht. Ziemlich grelles, künstliches Licht hier unter Deck. Und da kommt uns ein ziemlich schwer bewaffneter Soldat entgegen. SEAL Team 6. Ah. Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Ja, das war nicht meine Idee, Kumpel. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Okay, wir gehen mal weiter. Nicht genügend Blutkonserven wird gerade per Funk durchgegeben. Vielleicht müssen wir auch zum Blut spenden. Ah, Pack. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lassen Sie durch, Leute. Ja, wenn Pack das sagt, dann wird das auch so Sie gemacht. Eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen, dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte, ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? So, Krankenstation. Wie es aussieht, hat es hier wohl nicht nur chinesische Leute hinverschlagen oder Zivilisten, sondern auch Angehörige der US-Armee. Ein paar Geräte laufen noch, aber viele Monitore sind auch aus, was darauf schließen lässt, dass dieser EMP ganz schön Schaden angerichtet hat. Wir folgen mal weiterhin Packer. Mal sehen, wo er uns hinbringt. Ah, da wird gerade ein Osprey ausgeladen. Auch wieder ein sehr geiles Bild. Sieht richtig gut aus. Die Frostbite Engine 3 hat auf jeden Fall einen deutlichen Fortschritt gemacht gegenüber der Frostbite Engine 2, wobei die 2er-Version auch sehr, sehr imposant gewesen ist zu jener Zeit. Was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. So, wir kommen immer tiefer in den Bauch des Schiffes. Ah, Irish haben wir wieder gefunden. Hier sind noch die Amphibienfahrzeuge. Ah, netter Typ. Gib dem kleinen Mädchen einen Apfel. 396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Ja, wir wollen uns jetzt nicht mit Irish anlegen. Aber wenn man es recht bedenkt, stimmt es ja, dass er unsere Entscheidung nicht bedacht hat. Er hat auf eigene Faust gehandelt. Es war das Richtige. An deiner Argumentation bist du doch kein Irish.
So, wir haben schon so einige Türen jetzt passiert. Wir gucken mal, wo es jetzt hingeht. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch Anschiss vom Commander. Oder es kann auch sein, dass wir... Was ist denn jetzt los? Werden wir angegriffen? Was zum Teufel? Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Was ist denn hier passiert? Das ist nicht gut, Mac. Tombstone! Und zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Okay, der Flugzeugträger ist völlig demoliert. Da noch jemand lebt? Commander hat sichtlich schlechte Laune. Oder in der Seefahrt sagt man ja wohl eher der Admiral. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Okay, Zeit sich auszustatten. Wir gehen rüber auf die Titan. Was nehmen wir denn mal als Hauptwaffe? Was hatten wir denn noch nicht? MK-11 Mod oder das Scharfschützengewehr? Ich würde mal sagen, wir nehmen... Was ist denn gut von den Werten? Die Scar-H. Atemmaske sollen wir nicht vergessen. Ich habe einen Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Was auch immer ein Rip ist. Aber ich nehme mal an, ja, dass es eben ein Schnellboot ist. Erreiche die USS Titan. Wow, wir sind aber schnell von dem Ding weggetrieben. Oh, das freut mich. Wir dürfen fahren. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht um die Valkyrie. Oder werden wir fallen gelassen? Und auf geht es. Oh, wir werden sogar von Littlebirds unterstützt. Gut festhalten, Jungs. Ein wenig raue See. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du frisst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Was hüpft denn da aus dem Wasser? Lachse? Sieht aus wie Tauben. Okay, wo können wir da rein? Anlegen. Ein Loch im Rumpf? Da! Ein Loch im BGB! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Oh Mann, ey, ein Riesenloch hier reingeschossen. Na, kletter schon hoch, so. So, und bevor wir jetzt am Ende des Tunnels ankommen, machen wir einen kleinen Cut, schaltet wieder ein und dann finden wir raus, was denn mit dieser Titan passiert ist. Bis dann.